Und dann herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video beim Landwirtschaftssimulator. Ja, heute zeige ich euch mal die Aussaat der Kartoffel oder Kartoffeln. Das machen wir einfach mit einem Helfer. Wir haben ein schönes vorbereitetes Feld. Und jetzt stellen wir einfach den Helfer nur ein. Und der sät jetzt unsere Kartoffeln. So. Eigentlich sehr unspektakulär. Ja, so ähnlich läuft das auch mit der Zuckerrüben. Da haben wir aber einen Moment. Wo haben wir denn so? Hier aussteigen. Hoppala. So. Schnell laufen war hier. Für die Zuckerrüben brauchen wir diese Sämaschine. Damit kann man Mais und Zuckerrüben sehen. Sieht toll aus, ne? Okay. So. Hier werden jetzt die Zuckerrüben gesät. Nein, gelegt. So heißt das hier. Und hier drüben. Einmal aussteigen. Ist schon ein fertiges Feld. Da können wir schon ernten. So, normalerweise bräuchte man. So, mal gucken, Kartoffelernte, Kartoffel. Bräuchte man hier diesen Grimm KS754, um ja das Kraut oben von den Kartoffeln zu entfernen. Und danach könnte man mit diesem Grimm SE7555 ernten. Das Ganze kostet, wird uns dann kosten 2, 8 Slots. Und dieses Fahrzeug kostet 10 Slots. Also wären die zwei, wenn man die zwei nimmt, günstiger. Aber wir hätten einen doppelten Aufwand und dauert auch länger die Ernte. Weil hier ist die Arbeitsbreite eine Reihe und von den Grimm ist die Arbeitsbreite, steht das irgendwo dabei? Vier Reihen. Und wir, ja, ersparen uns einen Arbeitsschritt. Jetzt klappen wir erstmal die Erntemaschine auf. Denn dieses Gerät, ja. So, jetzt fahren wir mal bis dahin vor und stellen einen Helfer ein. Zack. So. Jetzt ernten wir unsere Kartoffeln. Wie wir ja wissen, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Da scheint auch eine Menge dann zusammenzukommen von diesem kleinen Feld. Ja, so ähnlich sieht das dann auch aus mit der Ernte von Zuckerrüben. Bloß für die Zuckerrübenernte brauchen wir den Maxtron. Und hier haben wir den Tektron. Ja, das ist schon die große Ernte. Das sieht schon geil aus. So, wie viel haben wir jetzt in der Reihe? Fast 3000. Da kommt da doch schon was bei rum. Da kriegen wir doch schon ordentlich was zusammen. Ja. Jetzt erntet der aber nur drei Reihen, obwohl er vier könnte. Na gut, egal. So,
hier einen Knopf. Zack. So sieht das Ganze von innen aus. Schwuppdiwupp. Na gut, das soll zur Kartoffelernte sein. Die Zuckerrübenernte sieht identisch aus. Halt nur andere Maschinen. Und das soll es dann hierzu auch gewesen sein. Jetzt haben wir alle Grundlagen der Feldbearbeitung durch. Und ja. Mehr kann ich euch gar nicht mehr groß zeigen und erklären. Wir können jetzt halt wirklich richtig spielen, wo es dann darum geht, alle Felder zu erwärmen und ja, richtig Knete zu machen. Aber das möchte ich sehr ungern auf dieser Map machen. Mir sind hier die Felder einfach zu riesig. Es dauert alles viel zu lange mit den Pflügen, Ernten. Das würde einfach viel zu langweilig für euch werden. Wenn ich jetzt überlege, gut, das mit den Seen habe ich euch kurz gezeigt. Jetzt ziehen wir mal 2 Minuten vom Video ab. Da sind wir jetzt in der dritten Reihe und da sagen wir lieber 1,5 Minuten, naja. 5 Minuten sind wir da jetzt schon hier für die dritte Spur zugange. Kann ja auch nicht groß sein. Er legt hier schön die Kartoffeln. Das macht aber fein. Jetzt können wir mal ein paar abladen, würde ich mal so sagen. So, einfach dahinter. Da kommt doch schon gut was zusammen. Zack, einmal hier rum. Jetzt laden wir die mal ab. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher Bunker das war. War das der hier? Mir scheint nicht so. Da muss es wohl der hier sein. So, einer von den beiden ist es. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich da rückwärts rein? Jawohl. Schwupp. So, damit haben wir alles durch. Und jetzt würde ich lieber auf Hegestedt spielen. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Mir macht es auf Hegestedt mehr Spaß. Man kann weitaus andere Sachen gleichzeitig sehen. Weil jetzt mache ich hier Kartoffelernte. Ja, die dauert jetzt, wenn ich hier weiterspiele, noch fast eine Stunde, ey. Und auf Hegestedt sind die Felder kleiner. Es geht deutlich schneller. Und ich könnte euch auch mehr Videos dann produzieren, zeigen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich sag's wie immer, tschö mit Ö. Und bis die Tage.